Willkommen beim Chef-Oberboss, und zwar einem ganz kleinen Tabletop-Hack. Und zwar starten wir mit dem Update zu meinem Heißdrahtschneider von Proxon. Habe ich bis jetzt noch nicht so oft benutzt, weil es relativ umständlich war mit diesem Schalter dann an, aus, und man hat ja eigentlich die Hände gar nicht frei, weil man hier arbeitet und irgendwas macht. Und darum habe ich mir jetzt hier dieses Fußteil geleistet. Da kann man drauf treten mit dem Fuß und kann sozusagen hier diesen Schalter ersetzen, den einen Ausschalter, ein, aus, ein, aus. Und das Ganze mit dem Fuß. So hat man dann die Hände einfach frei. Super Teil, will ich jetzt nicht mehr missen. Am Anfang war ich ein bisschen, geizig, mir das noch zuzulegen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Dient auch meiner Sicht auch der Sicherheit, weil wenn man den Schalter anhat und hat nicht dieses Fußteil, dann ist der Schalter halt an. Das heißt, der Draht ist die ganze Zeit an. So geht er nur an, wenn ich auch auf das Fußteil trete. Und jetzt habe ich losgelassen. Jetzt kann ich mich neu orientieren. Und vorher musste ich das halt hier mit dem Schalter machen. Okay. Holen wir es gerade mal raus. Ich habe es jetzt auf Stufe 1 gestellt, da geht es sehr langsam, was natürlich ziemlich genaue Schnitte auch ermöglicht. So, ich will euch heute zeigen, wie man ganz einfach Ork-Symbole, Chaos-Symbole, Space Marine-Symbole oder was auch immer für Symbole mit dem Styrodur-Schneider schneiden kann, aus ganz normalen Styrodur. Und wie man das dann vervielfältigen kann. Weil dieses Teil hatte ich irgendwann mal für meinen Ork-Wachturm gemacht. Das habe ich selbst einfach mit dem Cutter geschnitzt. Und habe zwar eine Vorlage dann für weitere Schnitte, aber ich muss jedes Mal wieder neu einzeichnen, dann mit dem Cutter ausschneiden und so weiter. Das habe ich mir jetzt erspart. Und zwar indem ich das einfach mit dem Heißdrahtschneider gemacht habe. Ich lege die nochmal übereinander. Und zwar habe ich das einfach aus dem großen Block rausgeschnitten. So. Und danach einfach wie Wurst in Scheiben einfach nacheinander geteilt. Und je größer man den Block macht, desto mehr Teile kriegt man einfach raus. Finde ich eine ziemlich coole Sache. Ich habe das natürlich jetzt so gemacht, dass ich hier so reingegangen bin. Da hat man jetzt natürlich hier eine Schnittstelle. Man könnte das natürlich auch nicht machen. Und nachher dann die einzelnen Teile teilen und dann nachher mit dem Cutter das einfach noch nachbearbeiten. Das würde auch gehen. Hier habe ich das mit einem anderen Ork-Kopf gemacht. Upsi. Genau. Das ist sozusagen das Original. So. Entweder so oder so. Ich glaube, so ist richtig. Und den kann man natürlich noch an irgendeine Bannerstange dann kleben und dann hält er auch. Oder macht hier noch irgendwelche Verbindungen mit Draht. Und davon habe ich jetzt auch ganz viele. Und das geht super schnell einfach. Und so hat man jetzt gerade für Orks, kann ich an Häuser dran kleben, ich kann es an Panzer dran kleben, an alles Mögliche dran kleben. Als, einfach als Ork-Symbole oder als extra Panzerplatten. Als Vorlage für den Ork-Kopf habe ich übrigens hier mein Bügelperlenbild genommen. Man kann natürlich aber auch einfach aus dem Internet verschiedene Sachen ausdrucken oder selbst aufzeichnen und das dann auf Styrodur dann bringen. Ich habe jetzt mal hier einfach mal den Chaosstern genommen. Der ist natürlich verdammt schwer, weil der so viele Graden hat. Aber das wollen wir jetzt einfach mal ausschneiden. Wir schneiden es erstmal aus. Und das zeige ich euch natürlich jetzt nicht im Ganzen. Das könnt ihr euch vorstellen, wie das geht. Ich habe den Chaosstern ausgeschnitten. Die Ecken mit der Schere. Und innen drin das dann mit dem scharfen Skalpell. Bastelskalpell. Und das sieht auch jetzt eigentlich ganz gut aus. Für meine Verhältnisse.
bin ja nicht so genau, ich muss noch genauer werden. Ja, jetzt kann man den hier drauflegen und entweder jetzt mit einem Stift, aber mit einem Feinliner, nicht mit dem dicken hier, nachgehen, nachzeichnen. Oder, mir geht schnell in den Keller, mit einer Sprühdose einfach kurz mal drüber oder mit der Airbrush. Und dann hat man nämlich, nimmt man den ab und hat dann alle Konturen und kann dann danach schneiden. Das hat ganz gut geklappt. Ist also auch eine kleine schöne Schablone, um schnell mal sowas zu sprayen, wobei es natürlich mit dicker Folie besser ist. Die hält besser. Ich habe jetzt hier, stelle ich auf 1 das Rad und mache mich jetzt bereit. So, 1 habe ich schon mal geübt. Ist noch nicht ganz perfekt geworden. Und ich habe noch 2 weitere gemacht. Und hier sieht man eigentlich ganz gut. Ich habe das einfach mit dem Nagel in der Mitte befestigt. Könnte auch eine Reißzwecke sein oder sowas. Und dann einfach mit ein bisschen Airbrush drüber gesprüht. Und jetzt kann man das einfach mal abmachen. Das sieht dann sehr schön aus. So, den da will ich jetzt mal Freihand machen. Mal gucken, wie das klappt. Und den nächsten mache ich dann mit Anschlag. Ich mache es so. Hier auf 1 drehen. Jetzt gucken wir mal, ziehen wir den Vorstieg raus. Das sieht schon ganz cool aus. Beim Chaosstern ist es gar nicht so schlimm, dass es freihand gemacht ist und so ein bisschen hin und her geht, weil meistens sind die ja so ein bisschen gewunden, die Chaossterne.
sieht's aus. Und für freie Hand finde ich das eigentlich ziemlich cool. So, den hier. Wenn wir mal gucken, ob das jetzt hier mit Anschlag irgendwie geht. Gucken, ob ich das schaffe. Wichtig ist, dass man immer es so hindreht, dass man gerade schneiden kann. Und dann hier festhält, also hier dann so entlang geht. Das ist ein bisschen, muss man ein bisschen üben, aber es geht eigentlich. Schauen wir mal. Man sieht, der Schnitt ist direkt gerade. Das Ausrichten nach vorne, das ist eigentlich immer das Schwierigste. Und vorher muss man den Draht jetzt immer noch mal ruhig lassen, kurz mal drauf drücken, gucken, wohin er sich bewegt. So, und wenn er dann gemittelt ist, dann kann man loslegen. Ist auf jeden Fall mehr Arbeit, aber man kriegt noch ein besseres Ergebnis. Ich sag mal, mit mehr Übung kriegt man es noch besser hin. So, ich schneide jetzt mal noch weiter. Bis gleich. Hier ist es jetzt auch besser als bei dem anderen. Bei dem anderen war ja der Draht gerissen. Und darum bin ich nicht da rausgekommen, wo ich reingekommen bin. Und hier komme ich jetzt direkt raus, wo ich auch reingekommen bin. Das heißt, ich habe jetzt ein perfektes Chaosstern. Und nachher auch eine perfekte Negativform. Muss nur vorsichtig sein, dass man nichts kaputt macht. Da kann man auch was Cooles draus machen. So, das ist jetzt der Chaosstern und den wollen wir natürlich jetzt in verschiedenen Dicken haben. So, da kommt jetzt hier die Duplo-Wand zum Einsatz, die ich von den Kindern geklaut habe. So, und jetzt kann man wie Würstchen oder wie Schinken das einfach hier so schneiden und die Dicke vorher bestimmen. Ich sage jetzt mal so ungefähr. Das dürfte einen halben Zentimeter sein.
stelle ich jetzt mal hier hinten fest. Stelle jetzt mal ein bisschen Höhe auf, sagen wir mal 3. Und jetzt gut festhalten. Und jetzt gleichmäßig durchziehen. Zack. Erster Chaosstern. Und jetzt gleiche Dicke. Boah, shit. Ich bin ein bisschen verrutscht, das war nicht so gut. Naja, sieht auch ganz cool aus. Da kann man also auch noch coole Effekte reinbringen. Und nächster. Ah, ich weiß. Ich bleibe hier mit dem Chaosstern in dem Loch hängen. Da muss man also ein bisschen aufpassen. Und der nächste. So, aufpassen auf das Loch und auf die Finger natürlich. Der ist perfekt durchgegangen. Und den lassen wir jetzt einfach so groß. So, und jetzt haben wir einfach ganz viele Chaossterne. Sieht doch der Hammer aus. Also ich bin super geil begeistert. So. Und jetzt habe ich noch was anderes vorbereitet. Wo ist es? Jetzt haben wir hier ein Ultramarines Zeichen. Hammergeil. Zack. Hammergeil. Upsi. Achtung. So. Das könnten wir nochmal teilen. Können sie aber auch so dick mal lassen. Ah, teilen wir es. Muss nur wirklich da unten aufpassen. So. Das kann man jetzt irgendwo zum Beispiel auf der Mauer positionieren und mit einbauen. Und jetzt kann man natürlich noch coole Effekte reinbringen, indem man hier auf meinem coolen Tisch oder mit einem Aluball oder so das Ganze hier noch anpresst. Und da hat man direkt noch eine schöne Struktur. Da sieht das direkt wie Stein aus. Ja. Das war es jetzt auch schon wieder beim kurzen Tabletop-Hack. Ich nenne es jetzt mal Heißdrahtschneider, Symbole, wie auch immer. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ihr habt was gelernt. Und bis zum nächsten Mal, euer Chef Oberboss. Macht's gut, bis bald. Tschüss.